Hi Leute, Coach Simon hier. Heute mit dem Thema Sportverletzungen oder allgemein Verletzungen. Es können Verletzungen passieren im Sport, es können Verletzungen passieren in der Freizeitaktivität. Und auch mich hat es getroffen, und zwar bei einer Freizeitaktivität. Und wie ich dir mal zeigen werde, ist es schon ein bisschen problematischer. Wie du siehst, bin ich hier mit Krücken unterwegs, einem Schutzschuh, einem Cast und bin noch nicht erlaubt, meinen Fuß voll zu belasten, sondern nur 25%, warum ich meistens eigentlich so rumlaufe und probiere, alles auf einem Bein zu machen. Aber ich komme mal wieder ein bisschen näher, weil das soll natürlich nicht ablenken. Aber ich möchte heute über das Thema reden, Sportverletzungen allgemein und auch ein bisschen Motivation geben. Und zwar, ganz oft werde ich jetzt gefragt, da ich selbstständig bin, hey, ist es problematisch? Natürlich ist es problematisch, weil es viele Sachen gibt, vor allem am Anfang, wo ich auf andere Leute angewiesen bin. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, weiter zu trainieren. Vor allem, ich habe mich nicht beim Training verletzt. Hätte ich mich beim Training verletzt, hätte ich mich fragen müssen, was habe ich falsch gemacht? Ich hätte reflektieren müssen, gucken müssen, was hätte ich ändern können müssen, um mich nicht zu verletzen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Thema draußen, dass man das versteht. Ist mein Training sinnvoll, was ich mache? Könnte ich mich verletzen bei meinem Training? Ja oder nein? Wenn dadurch eine Sportverletzung passiert, dann solltest du dein Training entsprechend anpassen. Passiert das bei einer Freizeitaktivität, steckst du nun mal nicht drin. Aber auch hier kannst du überlegen, hätte ich das vermeiden können? Ja, ich hätte es vermeiden können. Ich persönlich hätte an diesem Tag einfach was anderes machen sollen. Und dann wäre es schon nicht passiert. Aber in diesem Fall, wie es Gott wollte, könnte man so schön sagen, wollte er nun mal, dass es passiert. Und damit muss ich jetzt zurechtkommen. Und ich zeige dir mal kleine Ausschnitte aus meinem Training, dass du jetzt siehst, nach 2,5 Wochen nach der OP und zum Thema, was ist es? Ja, ich habe mir die Achillessehne gerissen, also ein Thema, das eigentlich gar nicht so toll ist, sondern wirklich problematisch ist. Und fighte mich jetzt langsam wieder zurück. Ich gucke, dass eine saubere und schnelle Reha wird. Unter schnell verstehe ich trotzdem immer noch, dass wir alles einbeziehen und alles machen, auch in den vorgegebenen Zeiten. Das bedeutet nicht, dass ich zu früh belasten möchte oder sonstiges. Dennoch viel Bewegung muss dabei sein, viel Ansteuerung muss dabei sein und trotzdem kann ich nichtsdestotrotz ja auch meinen Oberkörper trainieren und bestimmte Übungen machen. Wie diese Übungen aussehen und was ich da gerade mache, gebe ich dir mal einen kleinen Einblick. Du hast gesehen, man kann also auch ganz, ganz viel machen, wenn man trotz des Beins oder des Fußes eingeschränkt ist. Also ich möchte Motivation geben und euch den Hinweis geben, macht weiter, das ist ganz wichtig. Guckt, wie kann ich meinen Heilungsprozess verbessern durch eine saubere Ernährung, eventuell durch Nahrungsergänzungsmittel, gerade dass auch die Wunden schneller verheilen, so, da gibt es wirklich Nahrungsergänzungsmittel, kein Sondermittel, kein
Heilmittel, sondern es gibt ein Nahrungsergänzungsmittel, was ergänzend fördernd sein kann. Okay, es ist kein Wundheilmittel, aber es kann stark unterstützen. Ich zum Beispiel habe für meine offene Wunde L-Arginin genommen in hoher Dosis, was einfach beschleunigt hat, die Wundheilung zu befördern, also eine schnellere Wundheilung. Und das hat mir ganz schnell geholfen, dass die Wunde relativ schnell wieder zugewachsen ist und ich somit relativ schnell diesen Schuh anziehen konnte, wo andere eventuell Probleme hätten. Zudem viel Bewegung, nicht Belastung, das muss man unterscheiden. Ich zeige dir hier mal kleine Ausschnitte, was ich unter Bewegung verstehe und welche Übungen du machen kannst, solange du keine Schmerzen hast. Gerade zum Beispiel Thema Achillessehne. Diese Übungen mache ich mit meiner Verletzung aktuell. Bewegung, nicht Belastung. Das sind im Prinzip meine Übungen, die ich als Reha und als Warm-up mache und Übungen, die ich täglich mache. Um meine Achillessehne nicht zu belasten, aber wieder zu bewegen, ganz wichtig ist, Gewebe kann sich nur erholen durch Bewegung. Und wenn der Fuß den ganzen Tag unten ist oder ihr ihn aber auch hochlagert und keine Bewegung rein habt, ihr diesen Cast, also diesen Schuh anhabt und sich hier nichts bewegt, wie soll sich denn dann die Achillessehne auch erholen? Natürlich am Anfang, wenn sie komplett frisch operiert ist, ist es nicht optimal, direkt loszulegen. Aber sobald ihr keinen Schmerz in dem Bereich empfindet, ihr müsst unterscheiden, was für ein Schmerz es ist, ob es die Klammern sind, die hinten drin sind, oder ob es wirklich die Achillessehne ist, die noch nicht bereit ist. Aber da einfach Rücksprache mit dem Arzt halten. Und von da an könnt ihr anfangen, das Fußgelenk zu bewegen. Also ich habe schon nach 2 Tagen angefangen, nur meine Zehen zu bewegen und nach probiert, die Range of Motion zu erhöhen. Das ist die erste Übung, die ich gemacht habe. Das Bein kann ich gut halten, dann einfach nur die Zehen bewegen und mittlerweile kann ich mein Fußgelenk ein bisschen ranziehen. Ich spüre jetzt, dass die Achillessehne hinten aktiviert wird und wieder locker lassen. Aktuell bin ich 2,5 Wochen nach der OP. Wieder ranziehen, Aufspannung bringen hinten ein bisschen. Ich gehe nicht in den Schmerz rein. Es ist alles voller Bewegungsumfang, der frei drin ist. Und lass wieder locker, strecke ein bisschen nach unten, nicht mit Kraft. Zieh wieder ran. Und lass wieder locker. Übung 2 ist, ich lege mich gerne auf den Boden, lege das Bein ab, bringe das Bein komplett hoch und wieder runter. Diese Übung mache ich auch sehr gerne im Stehen. Und auch hier kann ich anfangen, während ich das Bein nach oben bringe, die Zehenspitze leicht ranzuziehen, weil jetzt natürlich die hintere Kette komplett beansprucht wird, aktiviert wird. Zehenspitze hier wieder strecken, hier kann ich sie auch mal wieder ranziehen und mit rangezogener oder versucht rangezogener Zehenspitze das Bein anzuheben. Ja, ihr wollt auch gucken, dass die Oberschenkelmuskulatur, die Wadenmuskulatur aktiviert wird, bewegt wird. Dann gehe ich gerne mal in die Seitstützposition. Einfach ein Leglift, Bein nach oben strecken, seitliche Oberschenkelmuskulatur aktivieren, wieder nach unten und wieder hoch. Bein gestreckt lassen, wenn es geht. Auch hier wieder Zehenspitze ranziehen und auch wieder gebeugt lassen. Nicht zu viel Spannung in die Achillessehne reinbringen. Das ist auch wichtig. Am Anfang reichen minimale Reize aus. Hier muss nichts bis zur Erschöpfung trainiert werden. Wenn wir auch mal anschauen sollen, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sieht, aber der Oberschenkelumfang hier ist schon ganz schön zurückgegangen. Allgemein die Wade auch, die ist komplett, ist fast nichts mehr. Sehr traurig eigentlich. Gut, dass man drüber lachen kann. Aber das sind so die Übungen, die ich tagtäglich mache und probiere, dass da zusätzlich zum normalen Physiotherapie einfach ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, Aktivierung reinkommt, Strecken. Ranziehen, wieder strecken, gar nichts explosiv, kontrolliert, ranziehen und wieder strecken. Ich habe einen sehr guten Gleichgewichtssinn, deshalb kann ich auch ganz gut auf einem Bein stehen. Sehr gerne mache ich die Übungen auch so oder mit der Schiene oder mit dem Cast an. Bein einfach strecken und wieder beugen. Beziehungsweise absenken, wir beugen es nicht, Bein wieder nach oben anheben und wieder abbeugen. Jetzt aber tatsächlich Knie beugen und jetzt die Ferse ranziehen, aktivieren, wieder locker lassen, nicht den Boden berühren mit dem, in dem Fall bei mir der rechte Fuß, wieder ranziehen und wieder strecken, wieder beugen. Um auch die hintere Kette ein bisschen zu aktivieren, zu bewegen. Das sind so meine Übungen, die ich als Reha in Anführungsstrichen zusätzlich zu Reha mache, um täglich zu bewegen, nicht zu belasten, sondern zu bewegen, dass die Achillessehne sich schnell möglichst erholt. Unter anderem mache ich natürlich auch Selbstmassage mit dem Daumen rein, die Wade ein bisschen lockern und um die oder das Narbengewebe
zu minimieren, auch immer wieder um die Achillessehne rum, da wo operiert wurde, einfach schön locker und sanft streichen. Also siehst, man kann ganz viel machen, um die Reha zu fördern. Das ersetzt natürlich niemals einen Physiotherapeuten oder einen guten Arzt, ganz klar. Also ganz klar brauchst du immer der Arzt, der dich in dem Bereich unterstützt, der dich eventuell auch operiert hat, zu dem du einen guten Draht hast, das ist optimal. Ein Physiotherapeut, der mit die Behandlung unterstützt, der deine Behandlung macht, der guckt, dass du in der Reha-Prozess ziemlich schnell wieder vorankommst, und dann solltest du einen guten Trainer haben oder ein gutes Know-how haben, was du machen sollst, um relativ schnell wieder fit zu werden und vor allem auch nicht zu viel zu schnell zu machen. Bewegung vor Belastung, das ist ein ganz wichtiges Thema. Dann die Ernährung, klar, und vor allem motiviert bleiben im Training. Alles, was du machen kannst, solltest du auch machen. Okay? Geh kein Risiko ein. Ich kann Single Leg Burpees machen, kann ich dir kurz zeigen. Das ist kein Problem, doch das Risiko dieser Übung ist relativ hoch. Das ist kein Problem, die Übung zu machen, doch mein Risiko ist relativ hoch. Ja, weil ich darf hier noch nicht voll belasten. Das heißt, mein Fuß kann ich absetzen, aber ich darf keinen Druck drauf bringen. Sollte ich diese Übung regelmäßig machen? Eher nein. Ich bin in der Verfassung, das zu machen, ja. Aber mal 3 bis 5 Wiederholungen, ordentlich Pause, die Krücken nebendran stellen, ist kein Problem. Würde ich diese Übung empfehlen? Jemand anders eher nicht. Sondern ich würde mehr auf Varianten gehen, die sicherer und safer sind. Vor allem ist das ja gerade aktuell auch kein Ziel, was ich jetzt verfolgen sollte. Mein Oberkörper, da kann ich alles soweit eigentlich trainieren. Beim Bankdrücken darauf achten, dass der Fuß nicht zu stark belastet wird. Lieber den Fuß mal anheben, auch wenn das sonst keine konventionelle Methode ist. Aber in dem Fall ist es ja okay. Klimmzüge sind kein Problem. Latzug, Sitzen, Rudern, all das sollte kein Problem darstellen. Viele Bauchübungen kannst du machen, Choreübungen. Man kann super gut den Ski-Erg nutzen, um ein bisschen Cardio reinzubekommen oder auch einen kleinen Intervall zu machen. Du kannst Battle Ropes im Sitzen sehen, aber all die Übungen hast du ja gerade bei mir im Training gesehen. Also siehst, es gibt viel zu machen, du kannst viel machen. Wenn du persönlich ein individuelles Problem hast, kann ich dir nur empfehlen, eine individuelle Trainingsplanung zu suchen und einen individuellen Coach. Dadurch, dass du meine Videos, wahrscheinlich, davon gehe ich aus, regelmäßig schaust, kann ich dir auch gerne empfehlen, schau bei mir mal rein. Ich biete individuelles Coaching an, wo ich wirklich den Kunden erstmal kennenlernen möchte, bevor ich da überhaupt was mache und der Kunde mich auch kennenlernt als Trainer, bevor er mir überhaupt vertrauen kann. Dadurch biete ich ein kostenloses Skype-Coaching an. Was bedeutet der erste Termin? Wenn du wirklich Interesse daran hast, ist kostenlos. Wir reden, wir gucken, was ist dein Problem? Brauchst du mich überhaupt? Was können wir machen? Was ist realistisch? Und dann kann ich dich mit Übungen versorgen, die eine Trainingsplanung schreiben. Wir sind dauerhaft in Kontakt. Ich habe auch eine Trainings-App mit allen Demo-Videos, mit Übungen, wo alles erklärt wird, sodass du langsam und sicher an dein Ziel herangeführt wirst. Sei es, von einer Verletzung zurückzukommen, sei es, sich auf einen Wettkampf vorzubereiten oder sei es einfach, die körperlichen, individuellen Ziele zu erreichen. Ich denke, spätestens jetzt solltest du motiviert sein, vom Sofa aufzustehen, dich aufzuraffen und mal wieder ins Training zu gehen, ordentlich zu trainieren, deinen Fokus auf das Training zu legen, weil du siehst, es gibt eigentlich nichts, was dich von einem gescheiten, korrekten Training abhalten kann. Selbst mit einer akuten Verletzung oder einer Verletzung, die einen stark zurückhält, kann man doch trotzdem viel machen. Denke mal dran, alles ist machbar. Bis zum nächsten Video. Dein Coach Simon.